Ich studiere Geschichte und Sozialwissenschaften und dann habe ich da das Archiv natürlich. Es passt sehr, sehr gut. Gerade der historische Aspekt ist sehr schön. Ich glaube, der Beitrag von der ältesten Person, da war die Dame 85 Jahre alt. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass mehr junge Leute teilnehmen würden. Man würde erwarten, dass das eigentlich der Fall sei, weil wir ja so eine digitale Plattform haben. Aber ich glaube, viele denken, diese Einreichung würde ganz lange dauern. Das ist halt eine Sache von 5 Minuten. Das Corona-Archiv ist ein Gemeinschaftsprojekt der Universitäten Hamburg, Bochum und Gießen. Sein Ziel ist es, reale Erfahrungen aus der Corona-Krise für die Zeit danach zu erhalten. Ich bin Hannah von Pointer und möchte heute herausfinden, wie die Arbeit am Corona-Archiv aussieht und warum sie so wichtig ist. Dafür spreche ich mit Fenja Sohn aus dem Moderationsteam. Fenja, wie kam es dazu, dass du beim Corona-Archiv mitwirkst? Ich habe tatsächlich auf der Website meiner Universität davon das erste Mal gehört. Da gibt es so eine News-Section und da stöber ich immer mal wieder rum. Das war zu dem Zeitpunkt eher, weil da gerade halt die Krise so ausbrach. Und da habe ich dann gesehen, dass ein Archiv eröffnet wurde wenige Tage vorher und dass die noch Mitarbeiter gesucht haben. Ja, und dann habe ich mich da direkt beworben und auch direkt am nächsten Tag eine Antwort darauf bekommen. Das war alles sehr unkompliziert. Deine Rolle bei dem Corona-Archiv ist die einer Moderatorin. Wie viele Moderatorinnen und Moderatoren arbeiten denn an dem Projekt? Insgesamt sind wir 9 ehrenamtliche Moderatorinnen und Moderatoren. Wir unterhalten uns immer so während unserer Schichten auch über Skype. Also wir können da auch öfter mal über Beiträge schmunzeln oder beraten uns da halt, wenn ein Beitrag zum Beispiel schwierig ist und wir nicht genau wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und was genau sind deine Aufgaben? Wir als Moderationsteam bekommen im Endeffekt die 9 Beiträge rein in unserer Maske und dann gucken wir uns diese Beiträge an, untersuchen die auf alle möglichen Probleme, die auftreten könnten. Also es gibt oftmals Leute, die füllen Felder falsch aus oder so und dann schreiben wir da nochmal eine E-Mail. Dann überprüfen wir natürlich auch die Inhalte, weil es da bestimmte Richtlinien gibt, an die sich die Leute halten müssen, Personenrechte etc. Datenschutz, Urheberrecht ist auch eine ganz wichtige Sache natürlich. Und dann mappen wir die auf der Karte und dann geben wir die eigentlich frei. Das Corona-Archiv ist ja ein gemeinsames Projekt von 3 Universitäten. Wie sieht da die Aufgabenverteilung und Kommunikation aus? Kommunizieren tun wir tatsächlich sehr unkompliziert, meistens über Skype. Das ist mir vorher auch noch nicht passiert, dass ich meinen Arbeitskollegen nur übers Internet kenne. Aber im Großen und Ganzen ist es halt so aufgeteilt, dass wir die 4 Leiter haben, also Professor Dr. Logge, Professor Dr. Bunnenberg, die auch jeweils nicht an den gleichen Universitäten sitzen, also einmal an der Universität Hamburg und einmal an der Ruhr-Uni Bochum. Und untereinander auch im Moderationsteam sind wir über Hamburg, Köln, Gießen und Bochum verteilt. Deswegen ist die Kommunikation meistens, findet eigentlich komplett online statt. Wir haben einmal in der Woche ein Meeting, in dem dann sozusagen immer nach oben und von unten wieder herunter kommuniziert wird. Also in dem wir dann sehr eng miteinander arbeiten und besprechen, was anliegt und was verbessert oder verändert werden könnte. Wie viel Zeit investierst du pro Woche in das Projekt? Momentan sind es 4 Stunden, die ich ungefähr in der Woche da reinstecke. Es gibt auch welche von uns, also auch Moderatoren, die sind öfter dabei. Wir haben natürlich Tage, an denen kriegen wir mehr Objekte eingereicht. Das ist vor allem sonntags, weil die Leute dann da die Zeit haben und das auch irgendwie entdecken und so. Aber im Großen und Ganzen pendeln wir uns da, glaube ich, alle so ein, dass die Woche ganz gut abgedeckt ist. Du bist ja auch noch Studentin, wenn ich da richtig informiert bin. Wie passt denn diese Arbeit so in deinen Uni-Alltag momentan? Der Uni-Alltag findet bei mir eigentlich absolut asynchron statt. Also ich habe nichts, an dem ich tatsächlich zeitgleich teilnehmen muss. Das hat große Vorteile, ist aber auch ganz seltsam. Dadurch passt die Arbeit da eigentlich super rein. Thematisch auch, weil ich studiere Geschichte und Sozialwissenschaften und dann habe ich da das Archiv natürlich. Es passt sehr, sehr gut, gerade der historische Aspekt. Ist sehr schön. Worin siehst du den gesellschaftlichen Nutzen des Projekts? Den Nutzen sehe ich vor allem, den sehe ich natürlich auch durch meine Studiengangsbrille irgendwo. Da komme ich, glaube ich, nicht raus und das kommen wir, glaube ich, alle nicht. Es ist halt einfach als Archiv in einem digitalen Zeitalter sehr wichtig, eine breite Bevölkerungsschicht einzufangen, möglichst. Und ich glaube, dass der gesellschaftliche Nutzen einfach für die Forschung später sehr wichtig sein kann, weil man natürlich in Zeitungen Nachrichten nachschlagen kann später, aber man wird nicht von
Einzelpersonen aus, sagen wir mal, Mecklenburg-Vorpommern unbedingt ein Gedicht irgendwo finden. Und das können wir halt bei uns archivieren und dann für die Nachwelt festhalten. Das ist ganz gut so. Was macht dir an der Arbeit besonders viel Spaß? Mich freuen immer Beiträge, die ein bisschen lustiger angehaucht sind. Also es gibt Leute, die haben da so ihren ganz eigenen Humor. Das finde ich immer ganz toll. Wir haben auch verschiedenste Uploads. Das finde ich immer super interessant zu sehen, wie viele verschiedene Menschen da tatsächlich einreichen. Also wir hatten, ich glaube, der Beitrag von der ältesten Person, da war die Dame 85 Jahre alt. Und ganz viele reichen halt auch Dinge von ihren Kindern ein. Am meisten Spaß macht mir aber tatsächlich die Kommunikation mit den anderen Moderatoren, weil wir alle irgendwo dann im selben Boot sitzen und uns über dieselben Dinge so ein bisschen, wo wir über dieselben Dinge fertig sind. Als wir dann zum Beispiel ein bestimmtes Feld endlich hatten oder einen bestimmten Disclaimer, da war ich total froh, dass man das nicht jedes Mal wieder abhaken musste. Und die konnten das halt besonders gut nachempfinden. Welcher ist bisher dein Lieblingsbeitrag, der im Corona-Archiv erschienen ist? Das ist ganz schwierig, weil wir haben mittlerweile über 2100 eingereichte Beiträge. Ich fand ganz am Anfang schön, dass ganz viele Leute mit diesen Regenbögen irgendwie, dass sie überall hingemalt hatten. Und es gibt einen, da steht dann einfach auf der Straße in Kreide ganz bunt Hashtag Hoffnung Hamstern. Den fand ich auch sehr schön. Die finde ich dann halt einfach irgendwie ganz nett. Einen wirklichen Lieblingsbeitrag habe ich, glaube ich, nicht. Mich berühren allerdings zwischendurch immer mal wieder auch Beiträge, wo Leute so von ihrer Isolation und von ihrer Einsamkeit irgendwie berichten. Gab es auch schon Beiträge, die ihr als Moderatoren dann nicht veröffentlicht habt? Wir haben immer unsere Problembeiträge, so ungefähr. Die taggen wir dann und dann werden wir die in der Teambesprechung immer besprechen. Meistens sind das rechte Probleme. Also wir hatten teilweise Beiträge, wo die Leute sich als Urheber angegeben haben, wo im Text dann aber was stand, wo wir ganz sicher waren, okay, die Leute sind auf keinen Fall der Urheber. Bis zu einem gewissen Grad müssen wir den Leuten immer vertrauen. Also wir können den Leuten das nicht abnehmen, dass sie die Personenrechte beachten etc. Wir hatten allerdings auch Beiträge, die halt gar keinen Bezug zu Corona hatten. Also wo sich dann über andere Leute aufgeregt wurde etc. Und da war kein Bezug drin. Deswegen die löschen wir dann entweder, wenn die Person uns per E-Mail darum bittet. Das ist aber bisher kaum vorgekommen. Meistens machen wir es so, dass wir die halt einfach nicht veröffentlichen, aber archiviert lassen. Würdest du dir wünschen, dass noch mehr Leute teilnehmen? Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn ich dann über diesen Anspruch rede, dass wir alle Blickwinkel bekommen, ist das natürlich irgendwo immer nur bis zu einem gewissen Maß bisher umgesetzt. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass mehr junge Leute teilnehmen würden. Man würde erwarten, dass das eigentlich der Fall sei, weil wir ja so eine digitale Plattform haben. Aber ich glaube, viele denken, diese Einreichung würde ganz lange dauern. Das ist halt eine Sache von 5 Minuten. Und es muss halt einfach nur einen Corona-Bezug haben. Irgendwas sein, was man gerne festhalten wollen würde. Und dann würde ich natürlich auch es sehr zu schätzen wissen, wenn wir beispielsweise andere Bevölkerungsschichten, die wir bisher noch nicht erreichen konnten, abbilden können. Vielleicht die nicht unbedingt deutschsprachig sind und die auch nicht unbedingt Zugang zum Internet haben, die dann irgendwie bei Freunden das Ganze vielleicht einreichen. Gerade aus der Sicht, wie übergeht man zum Beispiel oder wie übersteht man Corona ohne Internet? Ja, dann danke ich dir sehr für deine Zeit und wünsche dir im tollen Projekt noch alles Gute.